Auf geht's, Leute, 200 CCM und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Und ich kann euch jetzt schon sagen, alle vier Rennen werden heute auf 200 CCM sein, denn ich habe die Überlegung vom letzten Mal, die ich gesagt habe im Video, heute tatsächlich mal wahrgemacht. Und zwar, ich werde probieren, des Öfteren jetzt einfach mal so ein bisschen nicht nur auf die Punkte gar nicht mehr zu achten, sondern einfach jetzt diese Turniere mitzufahren, so ein paar, wo es halt gar nicht um diese Punkte, die es normalerweise zu verlieren gibt, geht. Sprich, einfach mal ein bisschen mehr Fokus auf andere Sachen, weil am besten kann man sich halt auf andere Sachen konzentrieren, indem das gar nicht da ist. Und somit, glaube ich, ist es gar nicht mehr so schlecht. Und 200 CCM, ganz ehrlich, das macht doch hier am meisten Spaß. Da freut sich jeder von euch, oder? Ich meine, von Wand zu Wand knallen wie in einem Flipper, das ist doch das absolute... Es ist olympische Disziplin, könnte das werden, wirklich. Also keiner will was mehr. Gut, jetzt kann ich endlich mal wieder ein bisschen Skill auspacken. Ja. Das Gute ist natürlich, jetzt weiß man noch gar nicht, in welcher Liga die ganzen Leute sind, weil theoretisch könnten da Leute dabei sein, die einfach noch nie Mario Kart gespielt haben oder vielleicht das Spiel gerade mal eine Stunde haben und zuvor noch nie gespielt haben. Geht ja auch alles. Ich meine, die Verkaufszahlen nehmen weiterhin immer zu, also alles möglich. Und natürlich auch, dass ich auch wieder Letzter werden kann, das geht genauso. Oh, lol, lol, nein, das war dumm. Ach, der ist von unten gekommen, nice. Weil sonst hätte ich den ersten roten schon in mir drinnen gehabt. Alles gut. Ah, diese 200 CCM. Schneller als jedes andere. Ich habe den Stern gesehen. Glück gehabt, dass er ihn erst jetzt eingesetzt hat, wo ich vorbei... Nein! Aber natürlich rammt er mich noch! Kugelwilli. Das, was ihr könnt, kann ich auch. Trollololololol. Ah, leider geht er unten lang, aber ist auch nicht schlimm. Boah, das war eine schöne Kurve geschnittener. Und hier auch. Und da sind wir Sechster. Verdammt, der hat mich noch überholt. Gut, aber ich glaube, das ist Mittelfeld, deswegen alles gut. Ja, sicher, bitte. Reicht doch vollkommen. Da hat einer 1400 schon angesammelt in dem Modus. Respekt. Ah, meine Güte. Ja gut, die erste Runde hat schon mal relativ viel Bock gemacht. Und wenn ich die Strecke hier sehe, dann, ganz ehrlich, da kommt die Freude hoch in mir. Da freue ich mich einfach. Königliche Rennpiste ist eine der geilsten Strecken im Spiel. Gut. Heißt natürlich übrigens auch, dass die Folgen hier, danke Controller, dass die Folgen etwas kürzer werden, weil 200 CCM heißt natürlich auch, dass wir hier schneller durch sind. Vermutlich. Es kann ja natürlich auch anders ausgehen. Man weiß ja nicht, was hier passiert. 200 CCM ist eine andere Liga. Aber ich habe schon wieder aufgeschlossen dafür, dass mein Controller wieder Faxen gemacht hat. Das passt. Ich sollte mal ein bisschen besser auf jeden Fall mit den Items umgehen, das ist klar. Ja, okay, bei Sternen, da kann ich nicht widerstehen, das muss ich. Vor allem, wenn der so eine dreckige Pflanze hat. Die gönne ich ihm natürlich nicht. Alter, nein! Und ich... Jo, da konnte ich nicht mehr weg. Ah, die Versuchung war zu groß, ich musste ihn natzen, das ging nicht anders. Ah, wenn die Chance gegeben ist, dann muss man einfach... Auch wieder einen königlichen Pilz. Ah, der hat einen Kugelwilli. Muss ich aufpassen. Wegen D-Sync und sowas. Ah, Mann, nee, aber erwischt mich auch mit dem Stern noch. Lacker. Ich habe auch noch einen Stern in der Hinterhand. Auf geht's. Und diesmal bitte nicht rausfahren. Das geht sich... Ja, zum Glück gegen die Wand geknallt. Nein! Okay, den hebe ich auf. Zumindest in der Luft nutze ich ihn. Jetzt. Da hat er die beste Wirkung. Fahr, fahr, fahr! Oh, Siebter. Ah, der ist mir nicht so gut. Die Runde. Ja, passt, kann passieren. Ich mag Autos, habe ich das schon mal gesagt? Nee. Wenn nicht, dann jetzt zumindest. Zumindest auf dieser Strecke hier. Haha. 200 CCM auch geil. Vor allem den richtigen Winkel erwischen. Das wird jetzt lustig. Mal schauen, ob die anderen noch das gut können. Nach wie vor aber das Problem. Ich fahre mit Yoshi. Das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, gegenüber einem Bowser bin ich natürlich im Nachteil. Das war schon mal gut geschnitten. Ne? Trotzdem aufpassen. Ja, Gott. Ja, wer legt nie an der unnötigsten Stelle natürlich eine Banane hin? Was für ein... Hat er gut gemacht. Wer es auch immer war. Nein, nein, oh! Bus! Nein, Reisebus, er hat mich erwischt. Reisebus, ich wusste, sie sind schon immer mein Kryptonit gewesen. Gut, der hat sich selbst geschadet, nice. Warum nicht?
Kann man ja mal machen. Ja, dann ist ja okay. Brauche ich keine Schuldgefühle haben. Oh, ein Kugelwieler, Sechser. So, ich fahre jetzt mal an der Mittelspur. Wichtig, im richtigen Straßenverkehr nach... Verkehr! Boah, es war knapp. Nach wie vor Rechtsverordnung. Bitte immer dran denken, ja. Liebe Kinder. Wenn ich eins auf der Autobahn hasse, sind es eindeutig diese Mittelspurschleicher. Wenn ich sogar die Link, die was nur links sind. Oh, da wollte er mich auch noch natzen. Na, träum weiter. Was tust du? Was? Ey, du kleines deutsches Söhnchen. Na, warte, komm her. Na klar, und jetzt fahre ich da auch noch rein. Ey, das hat er nicht vor. Ja, dafür kackst du jetzt zurecht ab. Du musst bestraft werden für deine Ungefrorenheit. Ah, da kommt er sogar noch vor mir ins Ziel. Ey, was war das denn jetzt für ein Move? Na, warte, das habe ich mir gemerkt. jetzt hast du es schön. Die letzte Runde, die wird eine Qual für dich. Na, endlich sehe ich mal wieder eine funktionierende Uhr. By the way, kleine Story, ist mein Real Life, weil ich schon so ansetze. Tatsächlich sind bei mir jetzt zu Hause in den letzten 2 Wochen 5 Uhren kaputt gegangen. 5 Uhren, die haben nicht mehr funktioniert. Weiß nicht, was da los war, aber ja. Immerhin hier in Mario Kart sehe ich eine funktionierende. Alles klar. Kennt ihr übrigens dieses Gerücht von der Uhr? Also, dass wenn die zum Beispiel stehen bleibt, dass angeblich irgendwo auf der Welt dann auch eine Lebensuhr stehen bleibt, sprich wer stirbt. Wenn das so ist, dann, also ist natürlich nur ein Gerücht, also habe ich mal so gehört von meiner Mutter, es ist so aberglaubenmäßig, aber hey, ist trotzdem, finde ich trotzdem ganz cool, ehrlich gesagt, solche Geschichten, ich liebe sowas. Natürlich Gerüchte jetzt nicht unbedingt, aber ganz ehrlich, ich meine, warum nicht? Ist natürlich nicht bewiesen, aber ich finde die Geschichte, die Hintergrundgeschichte, dass man das so annehmen könnte, ich finde das eigentlich relativ nice. So, natürlich finde ich es nicht nice, dass Menschenleben da im Spiel sind, aber egal. Oh, blauer, nein! Ey, das war doch das, ey. Er hat es auf mich abgesehen. So, und da ist jetzt übrigens mein Freund, mit dem ich noch eine Rechnung offen habe, na warte. Also einfach nur vor ihm ins Ziel kommen und das ist Rechnung genug. Genau, danke fürs Pendel, vorbeischlagen. Mit erwischt schon mal nicht mich. Oh, jetzt habe ich einen Dreierpack rot, ne? Boah, das war knapp. Nein, Blitz! Bitte fahr. Ja, Pilz mitgenommen. Da kommt ein Kugelwilli. Nein, das machst du nicht. Das machst du nicht. Das kann nicht sein. Das gibt's doch nicht. Weil mich der noch eingeholt hat. Ja klar, der ist Dritter geworden. Mit seinem Freund. Also die Aktion, die werde ich mir merken, Kollege. Also dich habe ich noch nicht abgeschrieben. Das möchte ich an der Stelle erwähnen. Ach, na warte. Obwohl, wenn es 200 CCM sind, kommen wir gönnen jetzt eine 5. Runde. Die Gunst der Rache hat geschlagen, es geht los. Ich will sein Blut jetzt lecken, unbedingt. Ach. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann gebe ich es auf, wirklich. Also ich mache jetzt nicht eine extra lange Folge, bis ich einmal vor ihm bin. Das wird mich erstens mal noch beknackter dastehen lassen, weil ich so lange brauche. Und Punkt 2, da tue ich mir gar nicht an, wirklich. Also 5 Strecken reichen an dem Tag vollkommen. Vor allem, weil es normalerweise eh nur 4 sind. Aber hey, das sind sonst zu kurze Folgen, fällt mir ein. Obwohl ich muss zugeben, jetzt gerade habe ich nicht an die Folgenlänge gedacht, sondern mehr an den Kerl hier. Ja, aber komm, was ist denn wirklich, was war denn das? Das vergesse ich nicht so einfach. Ja, ist ja logisch, dass es bei den Punktkämpfen gar nicht vorkommt, weil keiner will sich absichtlich Punkte abziehen lassen, nur um irgendwen so zu zerstören. Aber trotzdem. Dieser alte Zerstörer da vorne. Lol, ich bin gerade letzter, sehe ich. Das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Bei meinem roten nach vorne. Ah, jetzt habe ich wieder zu lange gezögert, dass ich... Oh Gott, wo fahre ich denn hin? Ich habe einen blauen auch. Ich würde mir sogar wünschen, dass der Deutsche, der jetzt vorne erster ist. Weil dann bekommt er jetzt eine kräftige Ladung von mir. Grüße von hinten. Grüße vom Nachbarland. Das gibt's doch nicht. Ich komme mit den Kurven gerade gar nicht zurecht. Am besten wäre natürlich jetzt an der Stelle ein Kugelwilli.
Wieder nur eine 8. Und der hat jetzt gerade geknobelt. Er wollte das Ding haben. Da ist er. Nein, und ich fahr von Wand zu Wand. LOL, ich habe mich selbst geschädigt. Ja gut, da bringt der Blitz auch nichts mehr. Ey, da ging jetzt gerade so viel in die Hose. Oh, meine Fresse. Nee, ich lass bleiben, Leute. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Leben beendet. Ah, Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.